So, willkommen zurück. Wir spielen wieder den Rifleman bei Titanfall, der Beta. Ich glaube, ich werde diesmal einen Assault Tank nehmen, weil ich glaube, die halten mehr aus. Entschuldigung. Hals ist etwas trocken jetzt. Diesmal sind wir hier sogar Armee. War ich glaube ich vorhin auch schon, wenn ich mich nicht irre. Weil ich bin letztens auch schon von den Runden runtergehuppt. So, wir werden jetzt noch eine Runde Attrition spielen. Ich glaube, der Spielmodus macht richtig Laune. Also, ich glaube, der gefällt mir schon mal deutlich mehr wie Team Deathmatch jetzt hier. Was ist das für ein Auto hier? Sieht aus wie ein VW Up oder sowas. So, ist ein bisschen futuristischer. So, Attrition. Wo sind jetzt die Punkte? Okay, er läuft ganz langsam hier. Ist ja schön und gut, aber ich würde jetzt gern wissen, wo die Punkte sind. 9 Minuten Zeit haben wir jetzt. Also, das ist ganz cool. Ich sehe keine Punkte bis jetzt. Aber ich sehe eine. Okay, das war jetzt ganz komisch irgendwie. Oh mein Gott, was ist hier los? Seid ihr ein bisschen bekloppt? Seid ihr alles Bots? Oh, die lassen sich ja nach wegmetzeln. Das ist unglaublich, ey. Unglaublich. Unglaubliche Sachen spielen sich hier wieder ab in Titanfall. Ich treffe niemanden. Das ist nicht schön. Ist doch super, oder? Also das Feedback hier generell, das Spielprinzip ist schon sehr ähnlich wie bei Call of Duty. Man kann sogar mal ein bisschen was sehen hier und man. Also ich glaube, wir haben jetzt ja ziemlich gute Chancen jetzt hier. Wow, die lassen sich ja einer nach dem anderen wegmetzeln hier. Unglaublich. Seht ihr das? Okay, jetzt kam mal endlich einer von hinten, nachdem ich endlich 4 Leute umbringen konnte. Muss ich ganz ehrlich sagen, das war. War besser als ich dachte. Ich glaube, hier vorne sind welche drin. Oh, hier vorne ist auch direkt jemand um die Ecke. Ich natürlich auch gleich töten hier, wie sich das gehört. Ich glaube, hier hinten kommt auch gleich einer. Oh man, ich glaube, langsam wird's. Jetzt, wo es nicht mehr um Kills geht, sondern eigentlich um. Gute Frage, um was geht's denn überhaupt? Attrition, ist das nicht Last Man Standing oder sowas? Bin jetzt gar nicht sicher. Okay, hier kommt gleich jemand. Ah, hier ist jemand. Ah, ist zu weit weg. Renn ich jetzt nicht raus. Ich werde natürlich versuchen, hier die Stellung zu halten, sage ich jetzt mal. In der Hoffnung, dass jetzt vielleicht mal jemand reinkommt hier. Okay, ist mein Eigner. Oh, fuck. Scheiße, verdammt. Wow, der Titan, der hat natürlich ordentlich aufgeräumt jetzt hier. Aber in 18 Sekunden kann ich ja endlich meinen eigenen Titan beschwören hier. Dieses Arschloch muss jetzt dran glauben hier. Okay, da war schon tot. Sehr schön. Natürlich werden die jetzt alle wieder anfangen, mit ihren Titanen rumzuspielen. Irgendwie habe ich gerade einen kleinen Bug hier, habe ich das Gefühl. Ist ja schön und gut, aber ich will jetzt eigentlich meine Waffe zurückwechseln hier. Oh Mann, Leute. Das ist natürlich jetzt so kleine Bugs hier. Ich kann wahrscheinlich nichts weiter machen jetzt hier, weil ich die Waffe nicht abschießen kann hier. Wie ihr wahrscheinlich sehen könnt. Ich kann einfach nichts machen, außer Nahkampf jetzt hier. Die Animation scheint zu hängen hier. Oh, ganz komisch jetzt. Also. Aber das passiert halt manchmal. Einfach mal ein bisschen reinballern hier. Oh mein Gott, hier ist ja die Hölle los. Unglaublich. So, das ist ein freundlicher hier, Gott sei Dank. Oh, du stirbst noch. Ich glaube, ich habe gerade ein paar Lags hier, merke ich gerade. Aber mal gucken. Hoffentlich verbessert sich das gleich wieder hier. Oh man, muss das Arschloch hier rumstehen. Ich muss sagen, jetzt passt das gerade wieder ein bisschen, außer wenn man natürlich von hinten geärgert wird. Aber ich habe das Gefühl, langsam machst du ein paar kleine Fortschritte, muss ich sagen. Meine Leute sind natürlich jetzt scheinbar nicht unwirklich die intelligentesten hier, wie es aussieht. Aber mal gucken. Hinten müsste gleich wieder jemand kommen hier. Da ist mein Eigner. Okay, der ist schon gestorben. Ah, fuck! Wow, die haben ja teilweise Reaktionen, das ist unglaublich, ey. Also. Einfach mal hier runtergehen. Wie gesagt,
Ich glaube, es ist hier am besten, wenn er die Häuser so versucht zu halten. Hoffen, dass ihr vielleicht irgendwie eine Zeit lang überleben könnt. Ich glaube, das ist ein Feind hier, wie es aussieht. Ich glaube, alles, was nicht blau ist, ist automatisch ein Feind. Glaube ich zumindest. Mir fällt darauf, dass ich hier die ganze Zeit eigentlich durchweg laufen kann hier. Das ist mir von Call of Duty jetzt zumindest noch nicht bekannt, dass das ging. Oh, fuck. Also für Titan halte ich mich hier definitiv fern, das könnt ihr wissen. Naja, also mit den Titanen, das gefällt mir hier noch nicht so, muss ich sagen. Also da weiß ich nicht. Gefällt mir nicht. Also ich muss sagen, die Titanen finde ich noch ein bisschen zu übermächtig hier. Oder die Titan-Abwehrwaffen vielleicht zu schwach, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, ich weiß nicht. Mir macht das ohne den Titan, macht das mir einfach mehr Spaß momentan hier, muss ich sagen. Ich meine, es ist eine Beta, okay, da kann noch viel passieren. Aber ich weiß nicht. Sollte vielleicht auch mal meinen Standort wechseln. Oh, hier sind Leute. Jede Menge Leute. Ich weiß nicht, was die machen. Ob das hier Computergegner sind oder so. Die sind ziemlich dämlich, habe ich das Gefühl. Guckt euch die Leute mal an. Das ist doch irgendwie dämlich, oder? Ich weiß nicht, was da so unten ist. Ich kann mal eignen, wie es aussieht. Oh, da kommt der Nächste. Ja. Unglaublich, was hier sich für Szenen abspielen. Aber wir haben einen deutlichen Vorteil jetzt momentan. Seht ihr unten links. Ich glaube, da geht einfach nur um Team Deathmatch hier, wie es aussieht. Also ich hoffe mal, ich kann jetzt mein Häuschen hier behalten noch eine Weile. Da kommt schon mal jemand von hinten mit einem Titan. Nicht so toll. Ah, dieses Haus hier gefällt mir irgendwie noch nicht so hundertprozentig, muss ich sagen. Das für Trottel hier, mal ganz im Ernst. Die hellsten sind es auf jeden Fall nicht hier, muss ich sagen. Ich muss sagen, das Auto-Aiming ist noch ein bisschen schlecht hier. Oh, ich habe Level 5 geschafft. Yay. Ja, der ist weg. Klappt ganz gut bis jetzt, muss ich sagen. So ist ein bisschen verletzt gewesen jetzt hier. Ich glaube, hinten, das ist relativ frei hier. Oh Gott. Kaum sage ich was, kommen Leute. Wo kommen die her? Oh Gott. Oh fuck. Ich hasse Titan. Don't let the enemy escape. Na, dann kann ich da jetzt meinen Titan einsetzen. Ist das nicht super? Oh, er wird hier noch ein oder zwei. Ah, hinten. Okay. So, probier das nochmal mit meiner Anti-Titan-Waffe jetzt hier. Die geht nicht. Ah, okay. So. Ich hoffe, die schießen meinen Titan jetzt nebenbei ab hier. War nicht so gut. So, Titan tot. Sehr schön. So, dann gehen wir mal hier rein. So, jetzt sollte ich mich vielleicht auch evakuieren lassen hier. Okay. Ich weiß nicht, ob das jetzt gut oder schlecht war. Bin zwar immer noch Letzter gewesen, aber guck mal das gegnerische Team an. Das hat jetzt diesmal wirklich Pech gehabt, muss ich sagen. Minions habe ich jetzt getötet, okay, deswegen habe ich so viele getötet. Alles klar. Gut, das war doch mal eine ganz gute Runde jetzt, muss ich sagen, auch wenn es bloß Minions waren. Ich kann jetzt endlich mal meine eigenen Leute machen hier, das ist natürlich auch nicht schlecht hier. So, Dinger steigen natürlich jetzt alle an. Ich habe einen Get the first kill, ah, das habe ich, ich habe den ersten Kill gemacht, das ist nicht schlecht. So, 19 Minuten haben wir gespielt. Reputation haben wir bekommen, Rainmaker, bla bla bla, naja. Gut, Angel City, also ich muss sagen, die Map, die ich jetzt gerade gespielt habe, die gefällt mir eigentlich ziemlich gut. Angel City jetzt eher weniger, weil die wahrscheinlich zu verwinkelt ist. Erinnert mich ein bisschen an Call of Duty Ghosts, an Caracas, die Map. Aber naja, macht Laune auf jeden Fall. Vielleicht sollte ich mal hier so ein anderes Level spielen hier. Werde ich jetzt mal probieren, ob das geht. Und dann gucke ich mal, ob ich jetzt vielleicht noch meinen Typen mal customizen kann hier. Ich glaube hier unten. Ja, yep, jetzt kann ich endlich mal meine Leute hier ein bisschen. Das können wir vielleicht noch machen hier. Was ist das hier? Shotgun, Karabiner und die Smart Pistol. Ich nehme hier den Karabiner auf jeden Fall. Hier können wir jetzt noch natürlich ähnlich wie in Call of Duty natürlich. Ja, was soll's. Anti-Titan-Weapon. Ich glaube dieser Raketenwerfer, der fetzt. Sidearm.
Ja. Der ist ja deutlich besser hier, oder? Oder ich weiß nicht. Range natürlich schlechter, aber ich tue eh, wenn ich nicht einem scheiß Pistole werde ich eh nicht großartig kämpfen. Cloak, ja. Ich habe nicht allzu viel, muss ich sagen. Das meiste ist natürlich gesperrt. Tier 1 Kit. Was haben wir denn hier? Power Cell. Ja, scheiß drauf. Ja. Minion Detector, das klingt gut. Titan Shield werde ich eh nicht benutzen, also nehmen wir das. Und ich nehme eine Frau. So. Coole Sache. Titan können wir jetzt wahrscheinlich auch ändern, oder? Ne, da geht noch nichts ändern. Gut. Play Beta. Ich glaube, wir hatten jetzt hier Attrition gespielt. Das ist Team Deathmatch, genau. Das hatten wir gerade eben gespielt. Hardpoint hatten wir vorher gespielt. Last Titan Standing können wir vielleicht noch ein bisschen spielen. Schauen wir mal, das klappt. So, und ich werde gleich wieder da sein. Bis gleich.